So, willkommen zurück. Hey, blöder Kaktus. Toller Anfang. Wir dachten uns mal, wir schicken uns selbst in die Wüste. Weil wir so geil sind. Und weil Sunny drauf steht, von Kaktussen gestochen zu werden. Ja, was dagegen? War nur eine Feststellung. Bin leicht masochistisch veranlagt. Ich komme hier Nennt nicht sich auch hoch. Akupunktur. Sag mal so, ich lasse mich lieber von Kakteen stechen, als von einem Blanken Ich will erschießen. weg, ich will weg. Ah, hau dir gerade Tür rauf, okay. Kann ich Hier ist nicht. doch schön, wo ich bin hier. Das tut der, da rumgelaufen ist. Hi. Guten Tag. Okay. Jetzt kloppt er die Tür kaputt. Hi. Sind mal ganz gelassen. Können wir da eine neue reinsetzen? Brauchst du da drüber ein Luftloch? Das Haus ist gerade hier sehr ruhig. Das ist eine Ruine. Hab bis Er jetzt meint, noch er nichts vermisst jetzt. das Pfeifen, die pfeifende Winde durch die Wände. Nein, Nein, ich ich habe bis jetzt nur warte Schaltungen auf die gefunden. schreiende April. Ne, die steht unten noch, die wartet. Hey, ich bin im Haus. Bin zwar Hallo, nicht ganz danken. so gut Hä? geil, ich höre, wie eine Sehne Oh. gespannt wird und Hallo, danken. So Gut. leichte Angstzustände gerade, ja? Ich sag mal so, also ich begrüße es in allem Maße. Laura, mach mal Licht aus. Oder wieder schnell nach Hause kommst du nicht mehr her, oder was? Wie macht man Licht aus? Ach. Wenn jetzt hier irgendwas kreischt oder. Dann ist es Elbe. Ja. Und der Zombie, der sich vor mir. Wollen wir hier oben uns dann hinsetzen oder wie wollen wir machen? Ich wollte eigentlich dahin gehen, wo du die Tür weggedroschen hast. Wie weit oben Ach seid so. ihr denn schon? Na, da wo es aufhört, wo die Ganz Zombies oben. schreien. Ich gehe mal aufs Dach hoch. Da wo die Zombies schreien, gleich links. Und ich weiß auch letztes Mal, wo ich jetzt eigentlich gestorben bin am Ende. Als Einziger. Ja. Nur weil du nicht springen kannst, können wir doch nicht dafür. Oder sollen wir gleich auf dem Dach bleiben? Habt ihr schon Nein, du musst dir Fenster? jedes Mal rechnen. Jedes Mal, wenn wir uns leer machen gehen, müssen wir jedes Mal ein bisschen hochlatschen. Würde ich nicht machen. Ah, ein Zweier kommt seit Bogen. Schreddern. Ah, ich hab was Nützliches gefunden. Hier dürfen wir nicht runterfallen. Oh, ihr müsst einfach nur so machen wie die anderen. Wie ihr letztes Mal. Zombie ist unten kaputt. Was ist da los? Ist Apple krank? Nein, aber die sehe ich wenigstens. Ah, wenn Boah. ich hier reingehe. Ach so, hier, ich dachte, das war hier. Oh, okay, gut. Wie geht's nach Weiter unten? Etage tiefer. Ich brauche aber noch Fasern. Guten Tag. Zombies! Hi! Euch sehe ich wenigstens. Oh nein! Nur ein April zum Berserker! Wir wollen uns alte Ihhh, April schon zurück. wieder! Oder Sunny? Ich habe zwei kopflose Zombies hier. Dann machst du zusammen, dann hast du ein Duett. April, wo ist unsere Sunny? Wo ist sagen, Sunny, April, wo wo ist unsere ist Sunny? unsere Ich weiß nicht, April, ich wollte gerade fragen, wo ist unsere Sunny, wo ist unsere April? Ihr habt da ein Was? Echo gelassen. Ich habe mein Vogelnest. So, mein Schlafsack jetzt liegt auch schon. Aber wir brauchen noch zwei Türen.
Ich kann nur Holztüren jetzt bauen, aber reicht der erstmal, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeug man braucht. Ich baue schon ein bisschen Eisen ab. Ja, es wird aber nicht reichen, weil. Achso, so jetzt mal, ja. Aufwerten. Hm. Wo schlafen wir? In welcher Etage? Da, wo die Türen fehlen, noch. Also quasi in jedem Raum. Ne, ein Raum hat Türen. Die war nicht verschlossen. Na toll. Hm. Okay. Ey. Sorry. Die andere darfst du zauen. Nee, wenn ich darf, dann muss ich das ja kommen. Hier ist ein Nest. Frag nicht, mach die Tür kaputt. Ich bin schon unten. Nee, die anderen beiden, die jetzt neben der Tür stehen und doof gucken. Hier liegt doch bis Eisen drin, der wo es verstärken will. Nee, ich brauche jetzt schon Eisen. Geschmiedetes Eisen. Für die nächste Ebene. Oh, ich denke, wir werden wahrscheinlich bei dem Echo-Spiel wieder Probleme haben. Von wegen Steuerung oder was? Ja. Wo seid ihr jetzt hin, welche Tausend? Hast du auch eine Kiste aufgestellt? Ja, Laura, bist du hier im Feld? Okay. Wo bin ich, was? Ah, da hängen sie, okay. Wer ist denn hier im Minenfeld? Was für ein Minenfeld? Glück gehabt, ich wollte gerade auf dich zielen. Geh weg. Seid uns April wieder. Hurra, wir haben sie zurück. Wieso? Ich habe sie getötet. Ich habe sogar zuerst auf sie geschossen, bevor sie mich gesehen hat. Aber sie ist gerannt. Von daher. Hi, Leute! Oh! Sunny schießt bei mir. Das war nur der Zombie, der den Kopf verloren hat. Vor Schreck. Ich hab schon 3 den Kopf verlieren lassen. Oh, danke, was ist da los? Sie ist besser wie du. Und ich hatte einen. Sie ist vorhin vor einem kriechenden Zombie weggerannt, also reicht die Antwort? Aber der war über mir. Nee, nicht mehr. Ich fühle mich besser, weil ich jetzt. Crack a Book wollen wir, glaube ich, später erst machen, wa? Was wollen wir sonst machen? Das sind alle so große Typen hier. Na gut. Und so, wir gehen hier Quadrat für Quadrat. Dann lass uns erstmal außen die Häuser, die Autos rausnehmen, oder? Das ist ja so und so. Jetzt haben wir ja nicht genug Sprit, um wieder nach Hause zu kommen. Hallo Mami. Oh, moderne Kunst. Danke, danken. Hm? Oh. Grüner? Hä? Grüner kommt raus. Ey, hör mal auf, ich sag doch Treppchen. Danken noch. Egal, ist nur danken. Nur weil ich eben mal geschossen habe? Okay, dann lasse ich das wieder. Meine, dachte nur, dass. Nee, weil ich war gerade im Eingangsbereich und auf einmal sehe ich rechts von mir einen Zombie aufstehen. Na, dann mach mal das kleine Häuschen hier. Hat eigentlich jeder sich auch einen Schlafsack hingesetzt? Ja, ich ja. Yep. Mal auf die Karte gucken, ob jemand jetzt zurückrennt und sich einen Schlafsack baut. Nein, wir gehen jetzt in den Reckebuck. Wir können auch mit dem großen Haus anfangen. Ne, die anderen sind hier gerade reingerannt. Du hast gesagt, sie sind alle groß, also habe ich mir jetzt einfach das nächstmögliche genommen.
Wie immer noch, um Autos zu legen. Ja. Wir räumen schon mal die Vorhalle. Ich bin schon in der Küche. Was ist denn da? Bring was zu essen mit. Ja, für dich die Bratpfanne geholt. Und dir am Kopf zu stachen. Oh ja, finde ich gut. Oh, toll. Ich wusste, dass jetzt noch was kommt. Und 4 Kochtöpfe habe ich auch schon, um drauf zu werfen. Ja. Jetzt wird man nicht kriminell hier. Na gut, die Muffel bringen wirklich was. Guter Wert. Ich habe gerade ein Ressort auf und bin trotzdem auf 1. Ah, und ich habe das richtige Verdank gefunden. Eine 1er Schrotflinte. Wow. Und 1er Pfanne für ihn. Wieso denn? Das, wenn ich dir das Ding quer in den Hintern schiebe und dann sagst du mir das nochmal. Ich kann doch. Also, wenn du auf solche ekelhaften Sachen stehst, bitte, aber. Du weißt schon, dass meine Videos vor 10 erscheinen. Und lass uns da raus. Dann musst du die Beta erfüllen mit denen, dass du vorher sagst, was für Wörter da drin vorkommen. Dann müsste er jetzt im Aufzug hoch, oder? Ja, sieht so aus. Cool, mir ist warm. Wir haben einen Rowdy, der kommt gerade auf uns zugelaufen, oder? Hm? Und da hinten ist noch ein Sekretär. Wo bist denn du? Die sind lass ihn doch, die bekommen nicht durch die Panzerzeug hier. Die haben eine neue intelligente, keine Ahnung. Die KI. Kommen rein. Gerade wenn wir abhauen wollen, stehen die hinter uns und sagen rein. Hallo! Kuckuck, Apple! Das ist kein Schlumpf. Wir gehen jetzt die gelbe Treppe hoch, ja? Die Leiter, ja. Nein, die lila, ne? Also wenn du eine gelbe Treppe findest, kannst du die auch hochgehen. Wir haben die Leiter genommen. Leiter. Irgendwie ist ja aber sehr wenig Zombies drin. Ja, Max, die haben halt Angst. Ah gut, ich habe in Stockwerk schon 4 getötet. Ein bisschen warm hier drin. Wahnsinn. Aber 36 Grad hier. In der Wüste. Ist bei dir auch so warm hier? 38 Grad. Nö. Einer von euch. Bei mir waren gefühlte 21 Grad angezeigt. Wie heißt das Ding? 21 Grad. Was habt ihr denn da? Was habt ihr denn angezogen? Militärklamotten und den Ledermantel. Wenn du mir jetzt sagst, du hast den Muffler an, dann bist du natürlich selber schuld. Nee, ich hab den Kapuzenpulli an. Super Idee. Hat mein Mann ein Sweatshirt für mich. Wie war das vorhin? Wir fahren in die Wüste, wieso nimmst du Muffler mit? Ich hab einen Kampfanzug-Oberteil an. Ich hab einen Rock an. Für dich. Oh ja. Bitte. Ich muss heimlaufen. Wir sind jetzt schon eine Treppe höher, ja? Yep. Weil ich muss jetzt auf einmal heimlaufen. Ich brauch einen Splint. Au! Sadi, kommst du daher? Nein, ich glaube, ich hab ein neues Loch gefunden. Klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr beide verschiedene Löcher gefunden. Nee, bei mir ist doch. Ich war gerade auf dem Weg zu einer Bücherkiste, oder? Ja? Wieso hast du nicht Bescheid gegeben? Er hat nur gesagt, dass er einen Splint braucht. Er hat nicht gesagt, wofür. Splint brauchen wir ja nur für den Fuß. Zum Glück habe ich Splints mitgebracht. Hast du eigentlich dort bei? Ja, in der Kiste, bei unseren Betten. Ja! Vielleicht ein bisschen darauf, bin ich auf dem Weg. Nein, bitte, ich glaube, was war das? 3 Stockwerke oder 2 runtergefallen? Okay, wo ist das Mistviech? Irgendwo hinten. Weil der Knochen ist rot, das heißt also gebrochen, oder? Mhm. Oh, hier. Was sagen da? Geht weg. April springt erstmal zwischen einfach. Ich hab gesagt, geht weg. Ja, ich dachte, du meinst die Zombies. Ich hab nur noch gesehen, wie die Keule an mir vorbeigeflogen ist, weißt du? Tja,
Ihr hattet Fernkampfwaffen, ich hatte eine Nahkampfwaffe. Waffe. Was ist das? Wasser? So, mein Fuß wandert, ich komme zurück. Ja, okay. Oh, dann konnte ich mich auch erstmal ausleeren. Ich habe schon mal das nächste Licht gefunden. Ich will da nicht hin. Na, geh hin und schlag die Zombies zu Brei. Geh hin und finde die Löcher am Boden. Ja, da finden wir sie nicht. Seid ihr denn durchgefallen überhaupt? Ach da! Da, wo es zur Bücherkiste geht! Ich wollte zur Bücherkiste auf. Irgendwann schub ich Duncan vom Hochhausdach. Ich weiß nicht warum. Was hast du denn hier heute gegen mich? Ich hab nichts gemacht. Laura zielt mit einem. Ja, mit der Axt, damit sie besser werfen kann. Hier war ich noch nicht. Guck, ich hab gerade noch Zombie in der Erdgruppe gefunden. Darfst du behalten. Der ist tot, der ist jetzt kopflos. Toll, du. Du sollst doch nicht mal dein Spielzeug kaputt machen. Ah, doch. Dann suche ich mir ein neues mit dem D davor. Hier hinter der Leinwand stehen 3 Zombies. Tschüss. Zombies, ihr habt ein Spielzeug namens Duncan. Ich geh weg. Hi, help! Ramona, hinter der Leinwand. Und irgendwo anders hier kreischt auch noch einer. Hinter welche Leinwand? Hinter der. Die erste Leinwand ist tot. Danke. Waren das alle? Nein, so wie das hier grunzt, würde ich mal sagen, es waren nicht alle. Ey, meine Hinterteilmann sind alle tot. Geil, Katzenfutter. Mahlzeit. Kannst du Erbrick geben, die kocht daraus was. Hä? Nee, tust du nicht. Ach so, eine Futter. Ich hab ihm mal für Ruhe gesorgt, ja. Ich danke dir. Das ist aber nicht. Wie aufdringlich von dir. Interessant, mir ist immer noch warm. Oh! Oh! Hab ich mich gerade erschrocken? Musst du doch nicht, ich tue dir doch nichts, Laura. Ja, das weiß ich, aber. Auf einmal stand da wer. Lächeln und winken einfach. Oh, Toiletten. Sunny, du bist fast zu langsam, die sind schon leer. Und die Pepsi-Dose habe ich da drin gefunden. Kommt mir das nur so vor, da hat sich dann noch nackiger jemand. Guck dir nur so vor. Wahrscheinlich ist ihm aufgefallen, dass er nicht nur einen Kapuzenpulli, sondern auch einen Muffler noch anhatte. Nee, die Kampfanzughose macht Wärmeresistenz 8. Ja, und? Warum siehst du so aus? Aua! Was war für hier? Wie kann man nochmal die ganze Zeit crouchen? Steuerung. Das war ach da. Und nochmal drücken, um aufzustehen, ja? Ich kann rübergehen, nicht, oder? Okay, ich sehe es gerade. Toll, ich stehe nichts an und krieg erstmal aufs Maul. Super. Ich verstehe nicht, warum er das so schwer macht. Kommt man doch viel leichter hin. Das ist aber nicht der Weg, wie man gehen sollte. Boah, so ein Beschiss. Ich glaube, hinter der kommt was, Apple. Oh, ist aber erst schnell auf jemanden vorbei gewesen.
Ich hab nur gesagt, ich vermute, weil es hat sich so an. Was durch die Tür. Ah, und noch ein Cowboy. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Beide. Oh, ein Freund. Was möchte ich aber nicht als Freund? Ekelhaft. Da hinten liegt noch einer auf dem Tisch. Kann ich? Da hat keinen Kopf mehr. Du wirst erschossen. Ich geh mal weiter in den offiziellen Weg. Ich habe nur für Ruhe gesorgt gerade. Komm, weiterlaufen. Ist denn das hier gerade die Corpo-Etage? Ich habe bis jetzt noch Corpos gefunden. Ja. Oh, noch ein Kochtopf für den Tanken. Ah, ich habe einen Grill, da geht auch gut quer rein. Hm. Macht aber so ein schlechtes Muster. Meinst du? Mhm. Das da oben will keiner haben, oder was? Hä? Ist der Bauarbeiter hier schon tot? Das sieht so aus. Oh, eine Klimaanlage in der Kiste. Super. Der Bauarbeiter war anscheinend noch. Er hat doch gelebt? Nein. Ich bin zurückgelaufen, der ist nicht aufgewacht. Nee, hat er nicht, weil ich habe ein Feuer erschossen. Eine sehr sinnvolle Leiter hier. Hm? Wo denn? Wird eine Leiter ins Nichts. Ihr habt hier eine Kiste übersehen, sehe ich. Aha. Hier war wieder eine Falle. Darf ich jetzt hier noch laufen oder nicht? Ja, hier war eine Falle, wo ich gerade davor stehe. Ich hab's ja aufgekackt, dass man sie sieht. Hi, Falle. Danken. Brauchst du eventuell noch ein bisschen mehr Hitze? Verstehe nicht, was er meint. Guck mal hier. Also ich weiß nicht warum, aber ich komme von oben. Juhu. Hi, Sunny. Da oben war ein Loch in der Wand. Ich hatte eine Tür, die war offen. Nachdem ich sie aufgehakt habe. Ich wollte gerade sagen, die war nicht offen, wo du. Ich hab's genau gesehen. Da oben? Ja. Auf der anderen Seite auch oder nur da? Diamanten. Immerhin sind wir schon mal in der fünften Etage. Oh, er kann die fünf an der Hauswand lesen. Wahnsinn. Ich wollte schon sagen, an der Tür, wo ich rausgegangen bin, war gerade das vierte. Einmal die bitte nur rein, die leise sind. Nur weil da ein grüner oben auf dem Regal hängt. Danke, ja. Stell dich mal um. Ja, ich weiß, deswegen wollte ich nach der Seite erstmal gucken. Irgendwann ist aufgewacht. Nee, die ist erfolgreich, die ist liegen geblieben gleich. April, lässt mich kurz durch. Natürlich. Mit Freuden, geh nur vor. Hat sich jetzt gedacht, oder? Ich guck mal auf dem Regal, ob da was rumliegt. Nö. Da ein Rucksack. Guck mal, da oben auf dem Blau. Hinter dir, Sunny. Ah, Chemiestation, kannst du hochgehen und da und ja, hoch. Ja, ein Klo. Wie denn? Da, der in der Ecke, Sunny, deswegen. Hast du nicht gesehen. Hübsche, doch, du sollst hübsche. Auch noch was machen, dachte ich mir. Ich darf jetzt. Ja, hab ich ja auch. Ich wollte bloß Bescheid sagen. Ja, der wollte hier durch den Boden, ich weiß nicht warum. Was Schönes? Geh mal weg. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Hat von euch jemand Klebeband dabei? Nein. Du hast ja schon wieder den Knochen gebrochen. Wickel dir was von den Rollen hier ab.
Wickel die Haus von den Rollen ab. Schön. Weil ich bin ja gerade wieder in der Bibliothek unten. Wie bist du denn da schon wieder hingekommen? Falltür, die wo man dich gesehen hat. Irgendwo kommt irgendwann ein Zombie angerannt. Ja. Keine Ahnung, ich bin auf dem Klo. Ich hab irgendwas explodieren hören, aber ich wusste nicht wo. Oh, ein Kopf. Oh, wir haben kein Geheimversteck gefunden. Na, ich bin zwei Klos da unten gefallen. Ja, ich bin Zombie gefunden. Er macht mir die Tür auf. Finde ich aber nett. Wir wissen nicht, wo du bist. Wir haben das Klo gefunden. Ja, da wo die Blöcke unten stehen. Blöder Zombie. Bin zwei Klos nach unten gefallen. Ich ja auch, wenn ihr frage ich ja nach Klebeband. Ne, ich nicht, ich hab mir nichts gebrochen, du etwa? Mein Fuß war ja bandagiert. Achso. Erkenne den Fehler, meinst du ja? Mhm. Ich bin ja auch da runtergefallen, wo das Klo war. Und jetzt gerade war ich hier wieder in der Bibliothek drinnen. Ein was? Ein Tod. Es. Was? Hatten wir nicht einen Namen für irgendeine bestimmte Zombie? Oh. Plastiktüte oder was meinst du jetzt? Was nicht mehr? Omi! Ah, das sind Rollen. Direkt hier den Po. Ich sehe in April nur Omi, bum, 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 mit der Keule drauf. Die wollte vor allem zu Laura. Da gehst du auch so mit deiner Oma um? Hä? Ja, warum waren die Tür offen? Nein, ich liebe meine Omi. Weil die einen Zombie aufgekloppt hat. Achso, ich hab da einen Zombie gerade im Regal erschossen. Deswegen. Nee, Zombie meinte, es ist lustiger, außen rumzulaufen und die Tür aufzudreschen, als. Okay, gut. So. Guck, da oben ist das Licht, wir müssen da hoch. Ja, richtig. Also von euch hat niemand Klebeband gefunden, oder? Warte, ich guck mal. Nö. Nö. Okay, jetzt keins. Ich habe Schmerzmittel, mehr nicht. Ich brauch einmal Klebeband. Fabrikhalle, sei schon durch, oder? Wir springen gerade aufs Dach. Wir hüpfen gerade. Wir springen gerade Känguru. Kein Grashüpfer? Nein, Känguru. Aber Grashüpfer sind doch so schön. Stopp! Zu wem? Vögelchen. Guck mal, Mana fliegt weiter. Ja, toll. Danke. Warum wartest du nicht einfach? Weil ich nichts mehr gesehen habe. Ich dachte, das ist alles weg. Na, immerhin hast du jetzt eine Auflage für deine Waffe. Kannst du wenigstens auf den Pfeil auflegen, wer der durch den Arm steckt. Vielleicht das auch noch ein Zombie. Keine Ahnung. Da ist so ein weißer Frau. Ah. Auf jeden Fall im Handgelenk. Also auf jeden Fall kann er jetzt die Pistole auflegen auf den Pfeil. Ist das ein Bulle? Mhm. Ja, es war ein Bulle. Ich mag euch alle nicht. Stahlpfeil. Kinder, hört auf zu meckern. Ihr habt heute schon gegessen. Was ist da los? Hufrau an einem Platz ist kein Zombie. Ich vermute mal, das waren die ganzen Geier und alles. Hab eine Handtasche. Ja, passt zu deinem Rock.
bist ja nur neidisch. Was schießt du mit den Steinpfeilen? Ich komm hier nicht hoch. Gehen wir wieder runter? Ja. Müssen wir immer noch schleichen oder können wir jetzt laufen? Ne, jetzt kannst du mal laufen. Ich höre irgendwie was. Ich schleiche. Ich renne. Ich verstehe gar nicht, warum sie es so schwer machen. Toll, schön, Aura, danke. Hm. Hä, wie willst du denn noch? Spring da jetzt rein. Wieso geht das denn nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich komme hier nicht lang. Oh. Wo seid ihr? Leute, lasst mich nicht alleine. Einfach nur runter, Jan. Zum Glück kenne ich den Weg. Es geht jetzt schnell runter. Hast du die Zombies gefunden, die hier so Terror machen? Da kommen die. Sag mal guten Tag. Oh, da fällt mir gerade was ein, während ich eh auf euch warten muss. Bleib liegen. Vor allem, ich hab mir extra eine Rampe hingebaut, weißt du? Haben wir jetzt eigentlich von den Räumen hier drinnen? Ja, wir sind von hier gekommen. Achso, da meinst du ja, keine Ahnung. Ach ja, das waren wir schon. Jetzt sehe ich nur, wie sein Mutter sagt, weg ist er. Wieder eine Etage tiefer. Laura läuft ganz komisch.